Und damit herzlich willkommen zurück zu Bum Simulator. So, offscreen habe ich hier ein bisschen was eingeschmolzen und ein bisschen was gesammelt an Pappen, dass wir einfach mit der Basis vorankommen. Ne? Das will man nicht in den Folgen sehen. In den Folgen will man sehen, wie die Basis vorangeht. So, müsst ihr jetzt mal sehen, wie ist denn das hier mit den Böden im zweiten Stock? So. Wie weit kann ich denn das bringen? Ja, und da hört es nämlich auf. Genau, da hört es nämlich auf. Muss ich nämlich Wände mit integrieren, damit das da oben hält. Das geht nämlich nur zwei breit. Ansonsten braucht man wieder eine Wand. So. Lass mal hier. Gut. Gut, 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 gut. Nee, das klappt schon nicht mehr. Deswegen eine Burgmauer, bitte. So, hier kommt dann so Tür und Fenster hin. Ach, dieses Bausystem ist manchmal so grrr, so ganz grrr. So. So. Das machen wir später. Und dann haben wir hier schon mal das hier alles ein bisschen überdacht. So ist das schick. So. Ach, herrlichst. Gut. Fenster. Burgfenster. Das Fenster ist so halb drinne. Wie sieht denn das mit dem Türrahmen aus? Das wäre dann auch so halb drin in der Wand. Dann mache ich lieber das Fenster so halb drin in der Wand als den Türrahmen. So. Gut, gut. Jetzt haben wir hier schon so ein bisschen, ja, was zum Angucken. Ne? Irgendwann müsste ich hier dann noch eine Wand reinziehen und dann eine Leiter nach oben machen, dass ich da oben mit meinem Garten und mit meinem Pitchen-Bereich beginnen kann. Aber da brauche ich noch viele, viele, viele Pappen zu. Sehr viele Pappen zu. Und apropos Pappen, die können wir gleich mal so noch ein paar sammeln. Hier drüben ist immer so eine gute Quelle. Kann man nicht anders sagen, hier drüben ist immer eine gute Quelle. Bing! Oh, nice! Ja, ja. Cool stuff! Komm, zack, ja damit. Aber das ist nicht die einzige Quelle hier drüben. Nein, es gibt hier noch um die Ecke noch eine viel bessere Quelle. Versteckt hinter diesem Gatter hier. Machen wir gleich mal alles kaputt. So, komm mal rein, mein Freund. Hey, Pong. So, zack. Schöne Pappen. Oh, nice. So. Genug davon. Wir wollten doch, glaube zur Kommissarin Alex. So, dann gehen wir hier mal durch. Ja, gut, sieht jetzt noch nicht so prickelnd aus, ne? Aber es wird. Oh, Pappen. Und noch mehr Pappen. Oh, nice. Und noch mehr Pappen. Yeah. So viele Pappen. Komm, den Creep befreien wir mal. Wenn wir schon mal hier sind. Ich kriege ein bisschen Respekt. Außerdem habe ich ja die Fähigkeiten dafür. So. Bum, bum, bum. Sorry for the trouble. I'll make it up to you, I promise. Ja, komm, hör auf mit Labern, habe ich gern gemacht. Und Stufenaufstieg. So, was gönnen wir uns denn diesmal? Die maximale Ausdauer ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Wenn wir ein bisschen länger flitzen können. So. Hier noch eine Pappe. Schrott brauche ich jetzt erstmal nicht. Meine Schrottlager sind derzeit ziemlich voll. Das wird sich mit der Zeit ändern. Wenn wir dann noch die Kupferschmelze haben. Ach so, nun, dann essen wir doch was. Wir haben doch hier... Gönn dir! Lecker Burger!
So. Yam, 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 yam. Gut. Hier mal runter. Sollten wir was trinken? Ja. Wir sollten mal was trinken. Gönn ich mir. So. Mann, ne? Das ist mal super sexy, oder? Richtig delicious. Hey, Cutie. A little mouse told me that you could help me, so I can help the little mouse in return. There are some nasty boys out there, really nasty ones. They think the police can't touch them, but I can, and I will. I will touch them, and I will punish them. With your help, of course. No, not Evil Way. They're not the only big, rotten banana in the bunch. One good-looking politician is taking bribes in exchange for illegal construction permits. He demolished an animal shelter and is now overseeing the construction of a casino in its place. He has friends in a police department. I'd lose my job if I approached him directly. However, if you bring him here, well, let's just say Officer Alex will show him how a helpless doggy feels. Okay. Ist das ein Adamsapfel? Ist das ein Adamsapfel? Komm, lass mal sehen. Ist das ein Adamsapfel? Gut, genug davon. Wir sollen also diesen Baufuzzi finden. That was a fine lady. The construction site she needs is just around the corner. Let's do it fast. I already feel sick helping out a police officer. And as you probably noticed, I have no means of throwing up. So, dann mal hier rein. Hey, this is a restricted area. Get out. Hast du das gesagt? I simply adore watching people work under me. Wait, what's going on down there? Oh, I hate bums. Take him out, boys, or I'll cancel all of your visas. Okay, pal. I'll wait for you down here. Go and take care of that asshole. So, schön auf die Kusche gegeben. So, Massenkeilerei. Massenkeilerei. So, alle besiegt? Nee, natürlich nicht. Weil da oben werden noch welche auf uns warten. Wo geht's denn hier hoch? Unten auf der Minimap kann man es ja auch sehen. Da sind noch ziemlich viele rote Punkte. Das ist so Massenkeilerei, ey. Wie so ein Bud Spencer-Film. Also, dass ich ihnen keine Schelten gebe, sondern mit meinen Fäusten rede. Tschüss. Kommen wir noch ein paar? Bum, 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 bum. Alle schön besiegt. Oh, warte mal. Die Leiter nach oben nehmen. So, da ist noch einer. Dürften nicht mehr so viele sein. Bum, bum. Und hier ist noch einer. So, alle besiegt, das war einfach. Jetzt holen wir uns den Typi. Powerful friends, you hear me? Get away from me, you dirty pig! Ich hab nichts gemacht. The police are on their way! We have no time to lose! Jump! Quick, throw him on top of me and let's fly! Ich möchte ihn. Du kannst bewusstlos Personen an Karl befestigen. Ja, aber ich sortiere gerade den Müll, wie es scheint. So, gut. Haben wir den. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg, obwohl ich sehe gar keine Sterne. Ich sehe gar keine Sterne, Leute. Also machen wir trotzdem. Ja, da sind wir. Da sind die Sterne. So. In meiner Basis bin ich doch ziemlich sicher, oder? Ha? Seht ihr, hat doch geklappt. What do we say to the police? Not today! Upsi, mein Fehler. So, jetzt mal schnell zu der netten Polizistin. Und den Rüpel abgegeben. Good job. You made the world a better place.
When the time comes, I'll gladly help you get inside the Evil Way building. Also, it's nice to know that I'm not the only one fighting the good fight. If punishing criminals excites you as much as it excites me, then come pay me a visit sometime. I might have something fun to do for both of us. So, haben wir eine neue Freundin gefunden. Ist das nicht hübsch? Oder ist sie nicht hübsch? Ja, sie ist total hübsch. Bleh. So, zack, ah, eine Pappe, das ist sehr gut. Ja, Karl, Karl, hier bin ich, komm her, komm her, komm her, komm her. Wer will die Pappe? Und du willst die Pappe. So, ich brauche keine Keramik. Muss hier immer mal in die Ecken reingucken, nicht, dass hier irgendwo noch eine Pflanze hockt. Weil eigentlich gibt's die überall in der Stadt, man muss nur gut genug hingucken. So, hier ist zum Beispiel so eine Gegend. Rein theoretisch könnte es hier was geben. Da vorne sind so ein paar Typis. Oh, die bewachen etwas. Die bewachen etwas, die hole ich mir. Zack, 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 zack. So, das ist jetzt meins. Ein kleiner Delfinbrunnen. Sehr schön. Touch my buns. See how soft they are. Nein. Ganz einfach nein. Und 2,50 für ein Hotdog. Ist eigentlich günstig, aber nein, nicht in diesem Spiel. Nein. Nein, sehe ich nicht ein. So, hier kann es doch bestimmt irgendwo eine Pflanze geben. Stimmt, gibt es hier irgendwo eine Pflanze. Oh, halt! Ihr habt doch was für mich. Seht ihr? Das hier, das gehört jetzt mir. Sehr schön. Schon 10 von 19. Guter Anfang. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Um genau zu sein, es gibt noch 9 mehr. Oh, eine Feder. Eine Feder und eine Feder. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Da ist eine Feder. Wenn man diesem ausgetrockneten Kanarier folgt, müsste man eigentlich auch auf so ein Nest von denen treffen. Ja, da vorne. Und die haben so eine Tonne. Und einen Pilz. Kommt mal her, Jungs. Kommt mal her. So, immer schön auf die Nuss geben. Alle besiegt? Sehr schön. Die Tonne ist jetzt meins. Und der Pilz auch. So. Wieder eine neue Location. Ich glaube, hier unten gab es noch... Da gab es doch irgendwo was mit einer Leinwand. Oh, hier, der nächste Pilz. Ich esse die Pilze jetzt mal. Um so ein bisschen Gesundheit wieder zu bekommen. Ach, da hinten ist es. Genau. Kommt mal her, Jungs. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Oh, oh. Oh, deswegen sind die gefährlich. Deswegen sind die gefährlich. So, besiegt. Bei dem muss man echt aufpassen. Also die sind die gefährlichsten, muss ich sagen. Ich finde nicht mal die Berserker oder so richtig gefährlich. Aber die, da muss man echt aufpassen. So, folgen wir weiter dem Ganzen. Gibt es hier unten wieder einen Pilz? Nein. So, ach, hier wird schön aufgeräumt und ich kriege immer mehr Gegenstände für meine Basis. Der nächste Pilz. So, sehr schön. Ah, wir sind am Ende angekommen. Halt. Wie komme ich da hoch? Mist, ich komme hier nicht hoch, aber da oben sind mehr rote Punkte. Hier hinten noch irgendwas? Ein Pilz oder so? Oder eine Pflanze? Hier kommen wir nicht weiter. Hier sind wir am Ende der Map angekommen. Oben gibt es die Knolle, aber die habe ich ja schon. Nicht zugewiesenen. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Stoffwechsel werden langsam entleert.
Machen wir mal, oder? Machen wir einfach mal. Weil bei Gesundheit ist das wichtig. Ah, hier. Sieh mal einer an. Nein. Rein damit, Idiot. Ganz doof, der Junge. So. Gucken wir doch mal, ob nicht hier auch irgendwo was ist. Ach ja, oben waren ja diese Typis. Die wollte ich aber besuchen. Ach, die belästigten Creep. Das ist gar nicht so schlimm. Da kriege ich ein bisschen Respekt. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Wer abhaut, ist feige. Thanks. I'll pay you. Ja, und wieder ein Kumpel mehr. Wie gesagt, man muss eigentlich nicht hier Schutzgeld oder so. Das braucht man alles nicht. Man findet genügend von den Typis. Ah nee, das habe ich ja schon. Um den nötigen Respekt zu haben. Sind genügend von denen in der ganzen Stadt verteilt. Man muss seine Basis echt nicht selbst verteidigen oder sonstiges. Was machen die für einen? Hier war ich glaube schon, ne? Hier gab es eine Feder oder so. Ja, genau, hier war ich schon. Hier war ich schon. Ist hier oben noch was Interessantes? Sieht nicht so aus, nein. Noch mal ein bisschen die Gegend abgrasen. Findet immer mal was Spannendes oder was Lohnenswertes, besser gesagt. Wie zum Beispiel die da hinten. Ah, die haben was für mich. Die haben was für mich. Komm mal her, Jungs. Nicht abhauen. Wer abhaut, ist feige. Weißt du was? Ja, weil du abgehauen bist. Weil du abgehauen bist. Du hättest kämpfen können wie ein großer, mächtiger Krieger, aber du hast dich fürs Abhauen entschieden. Da kriegst du eine Taube in den Arsch. Und ich nehme eure Pappen mit. So. Ah, ihr hört jetzt bestimmt immer schön das Klicken meiner Tastatur. Weil es gerade so schön ruhig ist. So, was haben wir hier? Ach, der improvisierte Kamin. Schönes Ding. 13 von 19. So, gucken wir mal weiter. Ich habe ja eigentlich mehr auf so Pflanzen gehofft. Pflanzen oder so? Pilze? Irgendwas? Ja, hier haben wir doch jemanden. Weiß zwar echt nicht, was die bringen, aber sie sehen lustig aus. Und man kann sie anpflanzen. Und darauf kommt es ja an. Da sind noch ein paar, aber ich glaube, das sind wieder welche, die einen belästigen. Manche Gebäude kann man ja rein. Deswegen immer mal die Türen checken, ob nicht man nicht doch irgendwie reinkommt. Basis gehört mir schon. So, schauen wir mal weiter. Ich möchte noch ein bisschen was schaffen. Nee, hier ist nichts. Ja, das sind nur Belästiger. Ich helfe dir mal, Junge. Ich helfe dir. Au. Das war nicht nett. Ja, du bist jetzt mein Kumpel, ich verstehe das, aber nicht so viel Text auf einmal, bitte. Yeah, I can hold on to that for you. So. So. Ist hier noch irgendwas? Nö. Schade. So ein schöner Ort für eine Pflanze gewesen. Hier ist auch nichts. Nichts, absolut nichts. Aber Pigeons und Vogelscheiße. Über der Tanke? Ach nee, konnte ich nur Schnaps kaufen. Of cheap beverages. Thank you. Come again. Nee, da wollte ich jetzt nichts haben.
Sorry, da wollte ich nichts haben. Ach, hier. Mit der können wir jetzt aber noch nichts anfangen. Ich gehe jetzt bewusst nicht zu dir, weil da brauchen wir später besondere Tauben. Die hat Aufträge für uns, aber momentan können wir die noch nicht machen. Ja, es gibt noch andere besondere Tauben, nicht nur die, die ich hier habe. So. So, Whisky, Pilz und das Ding ergibt auch was. Ich glaube, das ist ein Hinweis. Wenn ich mir die Alchemiestation später crafte. Hier ist was. Dann brauche ich genau die hier und dann testen wir das mal. Ob das klappt. Was für ein tolles Getränk wir da rauskriegen. Ach, immer diese Belästiger überall. Nein, hier wird nicht abgehauen. Ihr wird nicht abgehauen. Punkt. Ende aus. Ihr habt euch dem Kampf zu stellen. Oh, aber wir haben doch so eine Zielübung, sehe ich gerade auf der Minimap. Nee, halt, hier geht's nicht rein. Hey, geh mal aus dem Weg, Karl. Geh mal aus dem Weg, Karl. Karl, geh aus dem Weg. Hier gibt's keine Pflanzen. Guck nur mal ganz kurz, nee. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Weil hier kann ich meine Fähigkeiten verbessern. Oder besser gesagt, hier kann ich Erfahrungspunkte sammeln. So. Mist. Jetzt geht das viel schneller. So. Ja. So. 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 Ey, das war fies. Der war nur so kurz da. Your ancestors taught you well. You did it! I always knew I could count on your skills, pal. Ja, das war da auch easy. Wenn die Taubenfähigkeit aufgelevelt ist, dann ist das total easy, weil man schießt so schnell, man kann tausendmal daneben schießen, wie ich es gerade bewiesen habe, und man schafft die Aufgabe trotzdem. So. Ah, eine Feder. Wusste ihr, oben gibt es irgendwas. Wie bei GTA, immer am höchsten Punkt gibt es immer irgendwas. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ob ich von oben auch irgendwas erspüre, sehe oder sonstiges? Nee. Nee, dann gehen wir wieder runter. Sonst, wenn ich runter springe, ich glaube, dann bin ich tot. Das lassen wir mal. Nein, nein, das lassen wir. So, Kari Carlson. Haben wir noch irgendwas? Dann hier. Die Pigeon Lady. Ja, wir können doch mal bei der Tauben Lady vorbei. Ich hab da schon genug von neues Outfit. Was? Wieder ein Talentpunkt? Meine Güte, das geht aber schnell. Ja, könnte ich machen. Ich mache aber erstmal das hier. Dass wenn ich ein Problem mit denen habe, dass das einfach... Noch ein? Nein, ich habe keinen mehr. Der Hinweis kann verschwinden. Dass die einfach schneller abhauen. Weil die können teilweise sehr nervig werden. Sehr, 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 sehr nervig. Und Samen und so, mehr Samen brauche ich noch nicht, weil... Naja, ich habe noch keinen Garten. Sieht mal so unheimlich aus wie Earthworm Jim, oder? Bitte? Ah nee, das kenne ich schon. Karl, du bist da oben geblieben. Das ist nett von dir, wirklich. Sehr, sehr nett von dir. Dir ist zu vertrauen. Ich dachte, du kommst ja runter. Vielen Dank, Karl, für den Umweg. Machen wir nicht nochmal. So, gehen wir zur Pigeon Lady. Oh, und knacken wir mal kurz den Automaten. Hm, das klang aber abfällig. Welcome, old friend. So. This will certainly make you... Fliegertauben. Anlegen.
your pigeons happy. So, schauen wir mal, wie sie aussehen. Mit der kleinen Brille. Oh nein, wie putzig. Bin zwar mehr der Toastbrot-Typi, aber das Outfit ist auch nicht schlecht. So, klappen wir mal schnell den Automaten. Holen uns was zu trinken und dann gehen wir mal in der Heimatbasis. So, an den Tauben vorbei. Laufe ich richtig? Oh, davon ist was los, aber ich glaube, die belästigen nur einen. Wenn ich 4 rote Punkte sehe, weiß in der Regel, aha, die belästigen nur. Da gehe ich mal runter. Da ist ein Pilz. Ich sehe es, da ist ein Pilz. Carly. This would go great with whiskey. Ja, das wissen wir schon. Whisky und diese gelbe Dingensbummens. So, schön. Da könnte ich mir schon das nächste Outfit leisten. Aber das machen wir ein andermal. Das machen wir ein andermal. So, hauen wir die mal zusammen. Und dann, wie gesagt, heimwärts gehen. Du wirst mir nichts beibringen. Wow, I'll make sure it. So, das war's. Ist hier noch eine Pflanze irgendwo dazwischen? Halt, hier. Entdeckt. Schon wieder 4-blättriges. Gibt's viele von denen. Das war mir gar nicht so bewusst. Auch sehr. Ja, wenn du mir im Weg stehst. Halt, halt, halt. Kommen wir hier irgendwie ran? Nee, von. Hier ist ein Pappkarton. Carly. Oh, nice! Komm ich denn da ran? Ah, ich lass mich zu schlecht. Zu schlecht, genau. Zu leicht ablenken. Nein. Do we really need it? Ach ja. Okay. Das ist natürlich um einiges einfacher. Das ist natürlich um einiges einfacher. So. Genau in die andere Richtung. So, da. Schnell, schnell, schnell. Wir wollen nach Hause. Folge beenden. Carly. I think we had enough fun already. We should check back on the Rads and see how the plan is coming along. Nee, halt, hier nicht lang. Wir immer diesen Weg nehmen, aber nein. Wir nehmen den äußeren Weg. Und zu den Ratten, da gehen wir in einer anderen Folge. Da gehen wir in einer anderen Folge. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Holen hier noch so ein paar Pappen ab. Zack. Zack. Got it. Got it. So. Ach, jetzt schöne daheim. Jetzt schöne daheim. Ja gut, so schön ist es jetzt nicht, aber es ist daheim. Gut, an dieser Stelle wünsche ich dir mal die Folge beenden. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, wünsche dir einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!